Ist das so angenehm oder ist das ein bisschen zu laut? Ich habe das nicht voll aufgedreht, aber ich habe das so weit runtergedreht einfach. Kenne ich aber im Gegenteil, denke, mein Ton geht nicht. Dabei habe ich das Headset ganz leise gedreht. Oh, ja, ich habe es am Mischpult hier. Am Mischpult hatte ich es ähnlich laut. Ja, ist gut, ist gut. Aber auch wenn ich etwas lauter rede mit meiner normalen Stimme... Und wenn ich etwas lauter rede mit der Ariane-Stimme, die ja doch ein bisschen schrill klingen kann... Geht das? Oder noch besser, mit der Kimiko-Stimme, die ich gestern ganz anders gesprochen habe, weil ich ein bisschen ruhiger sein musste, weil ich habe vielleicht gestern ein bisschen mit Kimiko gespielt. Gestern habe ich ein bisschen... Okay, alles super, gut. Gestern habe ich, ja, aus Versehen ein bisschen Kimiko gespielt, alles aufgenommen, schon geschnitten, schon auf YouTube geladen. Beziehungsweise ich muss das nochmal hochladen, weil ich auf ungelistet gemacht habe. Und mir dann eingefallen ist, wenn man es auf ungelistet macht, Dairef übrigens vielen, vielen Dank für das Gifted Sub, dankeschön. Wenn man es auf ungelistet macht, dann kann man es nicht nochmal neu veröffentlichen, dann wird es nicht korrekt, also es wird gar nicht verteilt. Rabbit, vielen, vielen Dank für deinen Sub, aber ich glaube, das kommt von Dairef, ne, von dem verschenkten Sub. Vielen, vielen Dank auch an Azakash, an Jessie und an Brinzibär. Vielen, vielen Dank. Seid ihr nicht im Urlaub? Theoretisch wären wir jetzt nicht im Urlaub, weil der Flug wird jetzt heute gar nicht gehen. Wir mussten aber generell den Flug verschieben, deswegen sind wir bald weg. Wir sind bald weg. Oh lol, ich habe einfach locker 9 Monate Ariane verpasst. What? Wie ist dein neuer Perso? Habe ich doch noch... Ja, der Perso wird eh noch dauern. Habe ich doch gar nicht. Ich rufe da jetzt morgen an und gucke jetzt natürlich auch die ganze Zeit wegen der App. Und dann hoffen wir es, dass ich morgen oder übermorgen halt abholen kann, ne? Däumchen sind gedrückt. Finde es lustig, dass man genau dann Urlaub macht, wenn meine anfängt. Oh. Ja, es gibt noch eine Menge zum Vorbereiten auf jeden Fall. Bin gespannt. So, also gestern wollte ich mit Kimiko tatsächlich SMS checken. So, jetzt ist es so, dass Kimiko, wenn wir bei ihr auf die SMS gucken, wisst ihr was, wir loggen uns mal ganz kurz mit ihr ein, ja? Wir loggen uns mal ganz kurz mit ihr ein, dann kann ich euch ein paar Sachen mal zeigen. Und ich habe auch überlegt, lasse ich das jetzt wieder komplett unter Metaschutz, weil ich muss sagen, ich bin manchmal ein bisschen paranoid, was so PD-Spiele angeht, ja? Nicht die, die wir kennen, ne? Aber einfach so allgemein das PD, weil ich auch immer Angst habe wegen Meta, wenn man was macht, wo man sich so denkt, hey, vielleicht kann das PD ja da irgendwie, vielleicht haben wir ein bisschen RP und können da was rausfinden und so. Habe ich immer Angst, wenn ich so zeige, dass ich irgendwas gemacht habe, auch mit Rose, ne? Dass die immer ganz schnell auf Rose kommen zum Beispiel, ne? Ich muss da zugeben, das ist auch, ihr müsst unterscheiden, es ist nicht so, dass ich jemand spezielles Vorwürfe mache. Im Gegenteil, es gibt keinen, wo ich jetzt sagen würde, der macht das. Aber diese Angst ist halt immer da. Deswegen kann ich so krass nachvollziehen, dass diese ganzen Crime-Leute viele Sachen unter Metaschutz machen. Und umgekehrt genauso, ne? Dass PD-Leute auch, wenn sie zum Beispiel irgendwie so Razzia machen oder sowas alles, dass sie das unter Metaschutz machen. Kann ich so krass nachvollziehen. So. Und oh, warte mal. Geraut Phonix, vielen, vielen Dank. Dankeschön. Da musste ich jetzt mal was gerade ganz leise... ganz leise. Es ist sehr leise bei mir auf dem Bildschirm. Ich kann es nicht richtig lesen, weil es sehr klein ist. So, dann gucken wir mal eben. Die Supporter sind überall, wenn jemand Meta macht, bekommt man das mit, keine Sorge. Herr Z, bei über 400 Spielern oder fast 500 Spielern können die Supporter ja nicht vor Ort sein die ganze Zeit. Es sei denn natürlich, man streamt es, ne? Aber trotzdem kannst du, wenn jemand ein Gespräch führt irgendwie, du kannst dich als Supporter ja nicht irgendwie 50-fach teilen. Das ist natürlich nicht möglich. So viele Leute sind jetzt auch nicht die Lucky Five irgendwie beachten und die müssen ja auch beobachten, die müssen ja auch irgendwann mal schlafen. Also darauf will ich mich nicht verlassen. Und du kannst ja auch gewisse Sachen so lenken, dass du es vielleicht dann doch irgendwie verstehst, ne? Deswegen, aber so bei solchen Sachen gerade mit Kimiko hat er, es ist halt eigentlich schon offensichtlich, aber ich hoffe, es wird nicht so ausgespielt, dass man sich denkt, also man hinterlässt natürlich Hinweise, damit die drauf kommen, ne? Ich hoffe aber, man spielt es nicht so, dass man sich denkt, hey, es ist eine Japanerin und das muss einfach diese Kimiko sein. Weil ich habe schon so ein bisschen versucht, das Bild zu verfremden. Und das war gestern im MD gab's, ja, ihr seht schon, ne, ich wollte aus Versehen spielen. Ich bin aus Versehen, habe ich Kimiko gespielt, dazu gleich mehr. Warte mal. Was ist jetzt die App? Da. Ja, das, hier, da wurde
Kimiko etwas gefragt, wo ich mir dachte, kann sie. Auf jetzt, sau ich, sau ich. So. Das habe ich, wie gesagt, für YouTube aufgenommen. Wartet mal. Ich überlege gerade, ich könnte das Video ja auch zeigen, so ein bisschen. So einmal reinskippen. Bahram, ich möchte nicht so viel. Ich möchte nicht unbedingt sagen, wann und wo wie genau und sowas alles. Ne, nicht böse sein. Es ist einfach, wir sind im Urlaub und sind jetzt beide im Urlaub und ihr werdet das auf jeden Fall. Ihr werdet es ja merken. So anhand von Instagram, Twitter und sowas alles, da wird man es ja merken. So, Sekunde. Wisst ihr was? Ich erzähle jetzt einfach mal, ja? Ich erzähle es nur, damit wir nur so Minimeterschutz habe. Sagen wir mal so. Das ist falsch. Hier, so. Kimiko Ito. Ich wollte heute auch früher spielen, damit wir mit Ariane vielleicht noch so ein paar Sachen machen können, vorbereiten können und. Machen. So, ihr seht, Kimiko ist in einem Hotel. Sie ist in einem Hotel. Sie trägt eine Nasenschiene, ja, denn sie ist von einer etwas höheren Mauer genau auf die Fresse gefallen. Und ich habe beim MD keinen mehr erreicht. Das Problem ist, ich habe halt beim MD auch unbekannt angerufen, weil ich es einfach durchziehen wollte mit ihr, ne? Und ja, da hat er keine abgenommen und ich war auch im Glauben, sie irgendwie Nachtschwestern und so, Support und so, hab dann aber später, ja. Also nochmal so, was wir gemacht haben, ja, mit Kimiko. Die auch immer so richtig schön abgefuckt guckt. Ich liebe das. So. Wir haben. Also, ich bin mit ihr, ja, zum Flughafen gelaufen von der Baustelle aus, ne? Und zwar auch, ich habe unterwegs dann so einen Unterschlupf gesucht. Irgendwie wir waren in der Nähe von Flughafen, ist so ein Schrottplatz, ein großer. Und dann gucke ich immer. Weil ich weiß ja auch nicht, ob der irgendwie bespielt wird. Und dann gucke ich immer, habe ich hier eine Ecke, wo ich mich ausloggen kann, wo aber theoretisch zum Beispiel, wenn sie jetzt, wenn da jetzt wirklich Spieler auf der Baustelle sind und die laufen jetzt die ganze Zeit an dieser Stelle, wo Kimiko eigentlich schläft, ist das halt eigentlich voll fail von mir, weil, die müssten sie ja dann theoretisch sehen. Deswegen wollte ich mich irgendwo ausloggen, wo wirklich die hinterste Ecke zum Beispiel, wie bei der Scheune im Norden, ja. Dass da jemand hinkommt, ist sehr unwahrscheinlich und sie hat sich ja so in die Ecke gelegt, ne, da kannst du immer noch sagen, hey, die war unter dem Gerümpel, die kommt man nicht sehen jetzt, oder die war gerade nicht da, ne, so, also die Baustelle war mir dafür zu offen und, FMTS, Kiora, oh, Nancy, und Illusionsfuchs, vielen, vielen Dank, ja, und Minella Cat, auch vielen, vielen Dank, Gate of Time, Dankeschön, aber ich erzähle jetzt erstmal, ne, ja, und dann bin ich halt da bei den Schrottplatz, hab ich keine geeignete Ecke so gefunden, ne? Bin da auch so ein bisschen rumgeklettert und so, dann immer geduckt und auch immer geguckt, so, dass man das so ein bisschen, ja, so ein bisschen vorsichtig irgendwie macht. Ja, denke ich so, okay, weißt du was, wir sind jetzt in der Nähe vom Flughafen, wir holen jetzt mal unser Auto, jetzt muss er definitiv da sein. Wir haben zwei Autoschlüssel, ne? Und was ist? Nein, ist nicht da. So, scheiße, wo ist das denn? Ich hatte diese zwei Autoschlüssel, aber da muss ich einfach meinen Support gehen und fragen, ob das vielleicht jetzt vom Support weggemacht ist. Ne, oder ob ich da wirklich jetzt IC mit ihr das Auto, weil eigentlich müsste es schon beim Flughafen sein. Also, wenn es jetzt noch irgendwo stehen würde, würde es mich sehr wundern. Ja, und dann sind wir, dann denke ich so, ach, ja, das könnte ja noch, es gibt ja da noch einen anderen Ort, wo die zwei Autos übrigens, ja, wo die, hier, zwei Autos sein können. Der Verwahrhof, ne? Da habe ich mir so gedacht, es muss doch einen Weg da reingeben. Es muss einfach einen Weg reingeben in den Verwahrhof, ne? Und dann habe ich da ja so lange alles vorsichtig irgendwie erkundet, bin hinten rum, bin nochmal vorne rum alles angeguckt, an der Seite konntest du da auch nochmal hin, war aber überall Stacheldraht, ne, muss man sagen. Also man kann da wirklich nicht leicht rein, aber da sind hinten, sind sehr hohe Mauern. Und auf der anderen Seite von der Mauer, scheiße, ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Ihr seht das auf jeden Fall im Video, das wird hochgeladen, ja? Ne, Oma hat nicht auf die Mail geantwortet, noch nicht. Ich konnte diese Mauer an einer Seite hoch. Also, ihr müsst euch vorstellen, ihr seht eine hohe Mauer, die so ein bisschen ist wie so Stufen aufgebaut, ne? Und rechts von dieser Mauer geht die Mauer so ein bisschen weiter runter, ne? Ich habe also extrem balanciert da. Ich hatte so Angst die ganze Zeit, dass ich runterfall. Und irgendwann war ich auf dieser Mauer und konnte quasi in den Verwahrhof gucken, ja? Ohne Stacheldraht, ohne alles.
So, und ich wollte gerade runter rumlaufen, L drücken, damit ich halt gucken kann, welches Auto von Kimiko ist. Und dann ist mir wie ein Geistesblitz gekommen. Okay, erstens, ja, wie komme ich denn wieder hier raus? Die Mauer ist sehr hoch, wir können nur rein, aber wir können hier nicht wieder raus. Da habe ich mir so gedacht, okay, ja, vielleicht, wenn wir das Auto finden, kann man das Auto da hinstellen, das wäre gegangen und hätte die Mauer hochgekonnt, ja. Aber auch scheiße, weil wir wollen ja das Auto da rausholen. Also hat alles gar keinen Sinn gemacht. Also rein ging, wäre gegangen, ja. Raus wäre nicht gegangen. Es sei denn, man macht das irgendwie mit zwei Personen und versucht da irgendwas. Es gab mal so ein Ding, da habe ich mir gedacht, okay, warte mal. Das könnte eventuell klappen. So könnte ich eventuell mit dem Auto raus, aber das war so unsicher, dass ich es halt nicht gemacht habe. Weil wenn wir nämlich da reingehen, hätten wir, ja, wahrscheinlich das PD rufen müssen oder die Feuerwehr, die uns da wieder rausholen. Und das ist natürlich scheiße, ne? So. Am Anfang habe ich diese Nachricht hier bekommen. Also diese Nachricht haben wir hier, wie sie die Tatverdächtige und so, Befragung und, ne, am 11.09. Dann haben wir noch was bekommen. Der bestehende Termin von 11.09. wurde auf den 12.09. verschoben. Waren wir auch nicht. So denke ich mir so, okay, was machen wir jetzt? Kimiko ist ja jetzt auch erst eine Weile nicht da, ne? Und, ich möchte ja schon ein bisschen Feuer mit Kimiko. Und ich würde sagen, wir sind jetzt einfach offiziell auf der Flucht. Ja, wir sind offiziell auf der Flucht. Aber weil das so gemein ist, einfach zu gehen und ja, sich nicht mehr einzuloggen, habe ich mir halt Folgendes überlegt. Man kann jetzt Dinge tun. Es gibt einen Notizblock, ne? Den habe ich jetzt leider mit Kimiko nicht. Es gibt einen Notizblock, da kannst du was schreiben, kannst die Seite ausreißen und kannst die Seite platzieren. Das kannst du aber auch mit einem Post-it machen. Wenn ich jetzt hier auf Beschreiben gehe und ich schreibe jetzt hier Hallo Echo, jawohl und so, gehe jetzt auf Permanent Beschreiben, habe ich jetzt diesen Zettel hier. Diesen Zettel, dieses Post-it, okay, ich bin doof, Entschuldigung, Moment. Dieses Post-it kann ich jetzt platzieren. Jetzt muss ich mal gucken, man sieht das so schlecht, warte mal. Da unten ist es. Okay, warte mal, ich muss in die Ego-Perspektive. Da seht ihr das? Das kann man auch drehen. Mit der Notizblock, den kannst du halt auch so oben drauflegen. Oh, guck mal hier. So, und dann machst du hier irgendwie den hier. Zack, liegt es da, ne? So, das mit dem Notizblock, da habe ich tatsächlich etwas versteckt in der Wohnung. Mal gucken, ob es irgendwann gefunden wird. Und dann drückst du halt F5, ne? Kannst den nehmen und kannst den dann lesen. So. Das habe ich... Ja, Nancy, das ist wirklich voll geil. Das habe ich genutzt, um vor dem PD einen kleinen Zettel zu hinterlassen. Um zu gucken, ob die vielleicht draufkommen, dass Kimiko es ist. Weil sie, da, also es wurde unterschrieben mit T-Punkt, also wegen Tokio. So hat sie sich ja überall genannt. Das müssen auch die Polizisten noch wissen. Und Omar zum Beispiel, ja, der müsste es ja wissen, weil er hat sie ja Tokio genannt die ganze Zeit. Und dann K-Punkt und dann M-Punkt und dann Imiko, aber mit zwei Punkten und dann O hinten. Dann haben wir noch was gemacht, vorher noch. Warte. Ich will einfach, das ist so ein bisschen RP, habe ich ja gesagt, will ich ja da lassen. Ich müsste eigentlich auch noch mit Rose was machen. Moment. Also doch gestern mehr passiert, als ich wollte nur kurz den Ort wechseln mit ihr. Eben wegen der Abreise. Hä? Nein, oh nein, ist mein... Ah ne, das schon, das ist gelöscht worden oder so. Ja, hier sind jetzt eigentlich... Also hier ist jetzt eigentlich so ein... naja, hier ist eigentlich so ein ASCII-Emote, ne? So mit einem Messer in der Hand. Aber ja, hat er nicht übernommen, leider. Und ja, dann habe ich halt ein Foto von ihr gemacht. Habe auch die Kamera schön hingestellt. Das ist jetzt oben noch bei der Baustelle gemacht worden. Hab sie dann verfremdet, also ich finde nicht mehr, dass man sofort erkennen kann, dass sie das ist. Hab dann Gesichtsausdruck auch geändert und sowas alles. Und hab, dann steht hier einfach Catch me if you can, ne? Wenn das jemand, also da, und da habe ich zum Beispiel Angst, das zu sagen, ne? Aber hoffe einfach mal auf, dass alle sehr ehrlich sind, falls das überhaupt jemand bei der Polizei halt bemerkt. Ist ja auch die Sache. Den Zettel, das hier und das hier. Ich hoffe, das bemerkt jemand. Kann sich denn einer vorstellen, was hier draufsteht, also was das hier sein soll? Hat jetzt jemand... Oh, es hat jemand was geschrieben. Cool. Gott, catch them all. Oh, sie... Oh, ja. Sehr nice. Sie hat's... Oh, sehr nice. Ich hab's auch nicht hier hingeschrieben, damit man das nicht übersetzen kann, sondern ich hab's halt aufs Foto geschrieben. Google-Übersetzer regelt. Ja, aber du musst ja erst die Zeichen hier finden und eingeben. Also ich wollte es jetzt auch nicht so easy machen, aber schon so, dass es jetzt irgendwie nicht so unmachbar ist.
Nein, Ariane wird heute verabschiedet. Heute große Abschiedsfeier von Ariane und Skinner. Google Foto-Übersetzer regelt. Oh Mann, oh schade. Voll unscharf das Bild, Ja. Ja, nee. Kommt keiner drauf, was das hier heißt? Das ist nämlich auch nochmal so ein ganz kleiner Hinweis. Aber ja, dann ist ja gut, wenn man es nicht sofort alles checkt. Da freue ich mich ja. So. Okay. Wir haben, ja, wie gesagt, also, es ist so klein. Ja, es ist, ja, ist, ich verstehe schon, aber eigentlich kann man es, eigentlich. Ja, also, wie gesagt, dann hinterlassen wir halt wenigstens ein bisschen, ne? Man kann so viele Sachen bei ihr so leicht rausfinden. Und der Zettel, ja, den Zettel, den sie beim PD hinterlassen hat, da kann man halt auch nochmal was. Und das werdet ihr dann sehen, wenn das Video dann raus ist. Ja, und ja, da ist sie halt da von der Mauer gefallen, ne? Ich wollte nämlich ein zweites Mal nochmal rein und wollte dann nochmal gucken, ob ich von Weitem vielleicht die Kennzeichen sehe von dem Autos, um zu gucken, ob die da sind. Ja, also dann wieder auf die Mauer, ne? So relativ weit hoch. Und die Mauer ist so ungefähr, ich blende dann auch ein Screenshot ein, weil das hatte ich nämlich nicht, also diesen Fall hatte ich nicht gefilmt. Ich weiß aber nebenbei mit Erik noch im Discord am Schreiben und so und ja, das hatte ich leider nicht in der Aufnahme. Und ich habe auch einen Screenshot gemacht, als sie gefallen ist, ne, dass man sehen kann, so hoch war die Mauer. Und sie hat nicht gehumpelt danach, aber sie ist voll auf die Fresse gefallen, also sie ist wirklich aufs Gesicht gefallen. Denke ich auch, okay, ja, was machst du denn jetzt? Scheiße, ne? Kannst du jetzt auch nicht irgendwie jetzt ignorieren oder so? Also bin ich losgelaufen und habe versucht, also Taxi hat keiner abgenommen, weder bei Downtown Camp noch bei, ich glaube, beide waren sogar besetzt, also es ist beide, ne, dieses Tut, dass du halt gar keinen erreichst. MD hat dann auch nicht abgenommen, das war aber, weil ich unbekannt angerufen habe, ne, beim MD bin ich ja auch mal super vorsichtig. Und, ja, irgendwann ja, sind wir halt so weit gelaufen, es hat echt lange gedauert und mir ist keiner entgegengekommen. Echt, ich habe halt die ganze Zeit hier auf Rot gehabt und wollte direkt schreien, ne? Also ist keiner entgegengekommen. Und dann bin ich durch Little Soul gelaufen, bin an der Little Soul-Tankstelle, geguckt, ob da irgendjemand ist. Da war auch keiner, habe dann die Animation humpeln gemacht, ne? Weil theoretisch müsste sie eigentlich gehumpelt haben. Ja, bin dann zum PD, habe den Zettel hinterlassen und habe dann beim PD... ist Gott sei Dank ein Auto vorbeigefahren, ein Zweisitzer, ein Easy Cabrio. Und die beiden, da ist der eine ausgestiegen, hat beim PD gewartet und die beiden haben da, also die Dame hat dann Ariane zum MD gebracht. Da war auch einer von den Mayhems, der war sehr nett. Den haben wir auch schon ein paar Mal, mit Ariane haben wir den auch mitgekriegt, ne? Und da hat er gesagt, stützen Sie sich bei mir auf, ich bringe Sie rein. Was denn? Ariane? Habe ich das? Kimiko. Mit Ariane haben wir den mitbekommen. Ich keine Ahnung, was ich jetzt sage. Keine Ahnung. Ich habe mich wohl irgendwie wieder versprochen. Wir haben dann auf jeden Fall, durften uns da aufstützen. Und der hat sie dann nach vorne gebracht mit so einer Dame noch. Das war alles sehr, sehr, sehr nett. Ne? Ariane hast du gerade gemeint. Also mit Ariane haben wir den mitgekriegt. Mit Kimiko das erste Mal jetzt. Mit Ariane haben wir ihn ein paar Mal mitgekriegt. So meinte ich das. Hab das falsch verstanden? Nee, das meine ich schon so. Ja, und dann standen wir da vorne. Haben dann gesagt, was los ist. Und da habe ich eine vertraute Stimme gehört. Denn wir hatten so lange nichts mehr im RP mit ihm zu tun. Ariane zum MD hast du gesagt. Ach so, okay. Wir hatten so lange nichts mehr mit ihm zu tun. Das war der Spieler von Nico. Von dem Sexdoktor. Also mit der Sexstimme. Ich weiß, was ich hier beschreiben soll. Ja, und dann hat er halt Kimiko behandelt, ne? Und die Gespräche waren eigentlich ganz cool sogar. Ich war aber so unendlos müde, ne? Und ich konnte Kimiko nicht so... sprechen wie sonst immer. Ich musste ein bisschen aufpassen und bin ab und zu in die Ariane-Stimme gerutscht. Aber man hat ja gesehen, ist nicht Ariane, ne? Tilchen, Mara und Sven Heller, vielen, vielen Dank. Und ja, der war sehr nett zu Kimiko und sie meinte dann irgendwie, ja, und sie sind ein Workaholic, weil er meinte, ja, ich habe halt beim Röntgen, glaube ich, mal Röntgen meinte er das. Ich bin schon seit 18 Uhr irgendwie hier im Dienst und sowas alles und wir hatten halt echt sauspät gestern. Sauspät. Oh Gott, ich habe nichts zu essen. Muss mich bei ihm mitreden jetzt. Und dann meinte sie, ja, sind sie ein echter Workaholic und sowas alles. Und dann irgendwann war der auch so nett zu mir, habe ich so ein bisschen was versucht, aber nur um zu gucken, woran man irgendwie ist oder was man machen könnte eventuell. Und dann hat sie halt gesagt, ja, wenn sie doch so ein Workaholic sind, dann sind sie doch, dann haben sie bestimmt gar keine Zeit für eine Beziehung, oder?
Und dann hat er ihr dann gesagt, dass er ja, geschieden ist, ne? Und dass es da Meinungsverschiedenheiten so über das Leben an sich und sowas alles gab irgendwie. Und ich dann natürlich so, ne? Und das Ende vom Lied ist, dass er, dass sie halt meinte, ja, sie hat keine Unterkunft und sie läuft dann jetzt zum Stadtpark, weil ich hätte wirklich zum Stadtpark wäre ich gelaufen. Und meinte er, nein, wir können sie ja bringen und es gibt Hotels, ich bringe sie zu einem Hotel, ne? Und vorher noch gesagt, jetzt gibt in Vespucci diese Wohnungen oder so. Und er hat uns so ein paar Sachen geraten, aber er wusste nicht, dass Kimiko jetzt nicht die mobilste ist. Und sie hat ja auch den Knöchel verstaucht, ne? Und die Nase ist gebrochen übrigens, ne? Ja, dann sind wir dann dahin. Bin ich wieder nach vorne ins MD und dann meinte er zu seinen Kollegen so, ach, wisst ihr was, ich stempel mich aus, ich fahr sie privat, ne? Und ja, dann sind wir privat gefahren, war irgendwie auch ganz cool, die Unterhaltung so. Und da habe ich mir gedacht, so, oh, schade, dass wir das jetzt gerade nicht streamen. Und dann hat sie halt wieder so ab und zu so ein paar Sachen probiert. Sie meinte, ja, soll ich ihnen vielleicht das Spritgeld geben? Und er meinte, nein, aber ich hätte es ihm wahrscheinlich auch angeboten, würden sie mich jetzt fahren. Und dann meinte sie so, ja, wenn sie dann mal eine Fahrgelegenheit brauchen, ich würde mich echt gerne revanchieren, sobald ich mein Auto wieder habe. Und dann meinte er irgendwie so, ja, falls ich dann irgendwo mal vielleicht betrunken in der Ecke oder so liegt, dann würde ich mich bei ihm melden, ne? Und dann meinte sie so, ja, dafür brauchen sie aber meine Nummer. Und er so, ja, dann tauschen wir gleich die Nummern, ne? Und dann ist er noch zu der Soul-Tankstelle und meinte so, ja, ich will jetzt auch nicht ihre Zeit klauen. Und sie meinte halt irgendwie, ach, ich finde das gerade überhaupt gar nicht so, ich finde das gerade eigentlich ganz angenehm oder sowas. Und ja, dann sind sie nochmal dahin zur der Soul-Tankstelle und er hat ein echt cooles Auto. Und dann hat er sie zum Hotel gebracht und sie haben dann Nummer getauscht und sie meinte dann, ja, wie heißt sie? Und er hat dann den Namen gesagt, dann meinte sie, okay, ja, vielen Dank fürs Bringen, Nico. Oh, ich meine, Herr Matthews, Entschuldigung, ich mache das halt immer so, ich bin immer sofort auf du, tut mir leid. Und dann meinte er, nein, das ist wirklich alles in Ordnung, Kimiko, ne? Und ich so, oh Gott, ich wünschte gar nicht, ich will streamen. Aber ich habe halt versucht, nicht so viel zu versuchen, weil der war halt auch zu Ariane immer so nett, ne? Ich bin so mega vorsichtig, ne? Aber trotzdem fand ich das EP zwischen beiden sehr cool. Sehr cool und ja, kommt auf jeden Fall auf YouTube. Wisst ihr Bescheid? Und jetzt wollte ich nämlich nochmal eine Dankeschön-SMS schreiben. Das wollte ich noch machen. Nein, das ist Red. Den haben wir gestern auch nochmal angeschrieben. War das gestern? Nee, das war nicht gestern. Okay. So. Das ist mein eigener Name. Da. Hallo, Herr, ich meine, hallo, Nikolas, war das? Nikolas. Ist mit C geschrieben? Ich glaube, ich habe es richtig, ja. Oh, no! No! Oh, so. Hallo, Nikolas. Vielen Dank für die Hilfe bei der Suche nach einem Hotel. Übrigens, Kimiko hat ja gestern so eher ruhiger geredet und ich konnte jetzt hier gestern auch nicht so laut sein. Und ich werde sie aber auch hier anders schreiben lassen, weil sie eventuell Interesse hat. Und Kimiko, habt ihr gehört beim Busfahrer, da habt ihr ja gesagt, ihr findet das so toll, dass sie immer unterschwellig in der Stimme sowas, ja, leicht, psychopathisches hat, ich weiß es nicht, also dass sie immer so einen Unterton in der Stimme hat. Und auch bei Omar hat man gemerkt, sie kann halt so, aber sie kann halt auch so, ne, sie kann halt sehr leicht kippen. Deswegen werde ich jetzt auch nicht dieses hier machen, obwohl... Wenn es passt. Mal gucken. Warte mal. Muss ich bei einem Hallo Nico. Vielen Dank für. Vielen Dank. Hallo Nikolas. Vielen Dank für die Hilfe bei der Suche nach einem Hotelzimmer. Habe mich hier ganz gut eingelebt. Die Nase tut noch. Ne, warte, der Knöchel. Die Nase und der Knöchel schmerzen noch etwas. Aber das wird schon. Ich werde mich für längere Zeit. Ne, warte mal.
sobald es mir besser geht, werde ich die Insel für einige Zeit verlassen. Ich melde mich bei dir, wenn ich wieder da bin, um dir ein Nasen-Update zu geben. Wenn ich darf. Liebe... Warte mal. Mach mal einfach nur... Kimiko. Passt. Ich weiß nicht, ob das hier passt. Nee, warte mal. Wir lassen sie so sein. So super ernst. Sehr zurückhaltend. Kimiko ist trotzdem böse. So. Wir müssten es auch dem Peterson sagen, ne? Herr Peterson. Ich denke, ich brauche Ihre Vertretung doch nicht mehr. Ich... Den darf ich auch nicht so viel Infos geben, ne? Ich habe einen... Das alles... Ne, das ist auch Janis, alles tut mir leid. Was mache ich denn? Ich muss wirklich halt aufhören. So! Besser, viel, viel besser. Ja, dann... Wollen wir mal...